wenn du THC-Patient bist oder werden möchtest, dann habe ich jetzt einige sehr, sehr wichtige Informationen für dich. Und zwar erstmal, jeder normale Arzt kann dir Cannabis als Rezept verschreiben. Jeder normale Doktortitel. Die meisten machen das aber nicht, weil sie nicht cool damit sind. Die denken sich dann, ja, du willst ja doch einfach kiffen. So, aber es gibt auch Ärzte, die sind cool damit, die wissen, okay, Cannabis als Medizin macht mehr Sinn als irgendwelche chemischen Tabletten. So, und wenn du jetzt einen THC-Patientenstatus hast, dann kannst du nicht einfach Auto fahren. Die meisten Ärzte haben davon überhaupt gar keinen Plan. Die verschreiben dir das Medikament und sagen dann, ja, achten Sie auf die Einnahmezeiten, auch mit dem Auto, und dann passt es alles. So, aber normalerweise sind sie auch verpflichtet, dir zu sagen, dass du, sobald du THC-Patient bist, ein verkehrsmedizinisches Gutachten auch einholen musst, und das musst du bei der Führung Stelle dann abgeben. Machen aber die wenigsten, weil sie das einfach gar nicht wissen. Sie fahren dann ganz gut einfach Auto mit den Gedanken, dass sie fahren dürfen, und wenn sie dann angehalten werden und die Polizei Blut abzapft, dann ist es nämlich eine illegale Rauschfahrt, und dann gibt es erstmal Ärger. So, weil die Führerscheinstelle zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts davon weiß. Das heißt, du müsstest im Prinzip, sobald du Patient geworden bist, der Führerscheinstelle das auch mitteilen. Du musst dann dort einige Dokumente hinschicken, damit sie dir eine Fragestellung auch aufdrücken. Und mit dieser Fragestellung, das ist eine separate Post, die du bekommst, kannst du dann ganz normal dieses verkehrsmedizinische Gutachten bei einem medizinisch-psychologischen Institut auch machen. Aber selbst hier sind nicht alle Institutionen cool damit. Das heißt, du kannst nicht einfach zu jedem x-beliebigen Institut rennen, weil wenn du Pech hast, hast du einfach einen Prüfer, der sagt, nö, du willst einfach nur Cannabis rauchen, weil du da deine Droge einfach benutzen möchtest. Und das kann im schlimmsten Fall einfach so aussehen, dass du das ganze Ding gegen die Wand fährst. Das heißt, es gibt nur einige Institutionen in Deutschland, die auch wirklich cool damit sind, und da solltest du dann auch hingehen. Du musst einige besondere Voraussetzungen auch erfüllen, um diese MPU zu bestehen. Einige Atteste, Dokumente, einige besondere Fragebögen für die Ärzte. Du musst dich auf das gesamte Thema aber auch vorbereiten. Warum? Ganz einfach, wenn du das nicht tust, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass du deine Untersuchung gegen die Wand fährst, ein negatives Gutachten bekommst und du dann nicht als THC-Patient am Straßenverkehr teilnehmen kannst. Es gibt auch noch eine andere Hürde bei der ganzen Geschichte, und zwar haben die wenigsten Vorbereiter in ganz Deutschland überhaupt selber einen Plan von der ganzen Sache und wissen selber gar nicht, was du wie machen musst, um diese Untersuchung auch zu bestehen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht, und zwar, wir haben uns auf dieses Thema spezialisiert. Wir wissen ganz genau, was du als THC-Patient mitnehmen musst zur MPU, um diese auch zu bestehen. Wenn du genau wissen möchtest, wie das in der Praxis aussieht, was du genau wie mitnehmen musst, dann bewirb dich einfach mal bei uns zu einem kostenlosen MPU-Beratungsgespräch. Alles, was du dafür machen musst, ist dich einfach bei unserer Website www.sedura.de einzutragen und dann ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir persönlich zu vereinbaren, und dann erkläre ich dir genau Step by Step, welche Dokumente wir benötigen, damit du als THC-Patient am Straßenverkehr ohne Kopfschmerzen teilnehmen kannst.